EA Productions. EA Pro Productions liest Legenden aus der japanischen Geschichte. Heute Uichusetsu. Was die eigentliche Herrschermacht und die Würde eines Shogun durch Ieyasu für sich und seine Nachkommen, die Tokugawa, erworben war und in der neuen Residenz Yedo einen sicheren Mittelpunkt gefunden hatte, da kehrte zwar Ruhe und größere Sicherheit im Lande ein. Die Bürgerkriege hörten fast ganz auf und die Künste des Friedens blühten. Aber mit dieser Wendung der Dinge kam auch ein eisernes Joch über ganz Japan. Der Kaiser, der eigentlich rechtmäßige Herrscher, lebte in Kyoto, ohne auf die weltlichen Angelegenheiten des Reiches Einfluss zu haben. Die Fürsten waren unterdrückt und kein Wille kam zur Stellung als der der tyrannischen Machthaber in Yedo. Jede Auflehnung gegen dieselben war aussichtslos. Das stehende Heer der Shogune und der zahlreichen von ihnen völlig abhängigen und mit ihnen verwandten oder befreundeten Fürsten war zu mächtig, als dass an ein Widerstreben zu denken war. Ungefähr ein halbes Jahrhundert hatte dies gewährt, als ein kühner Abenteurer, Uichusetsu, einen Handstreich plante, der keinen geringeren Zweck hatte als die Ausrottung der mächtigen Familie der Tokugawa. Bei der Stimmung, welche in vielen Kreisen des japanischen Volkes gegen diese Familie herrschte, konnte es nicht fehlen, dass Uichusetsu manche Sympathien erwarb und nach dem Misslingen seiner Anschläge und seinem Tode vielfach als Märtyrer angesehen wurde, dessen Taten die Sage nicht verfehlt hat zu verherrlichen, während die Geschichte fast gänzlich über ihn schweigt. Uichusetsu war der Sohn eines Bauern, der nicht sehr begütert war, aber durch seine große Geschicklichkeit im Färben von Seiden- und Baumwollstoffen sich rühmlich bekannt machte. Der damalige Machthaber, Hideyoshi, hörte davon und veranlasste Uichusetsus Vater, seinen anfänglichen Wohnsitz in der Nähe von Owari zu verlassen und sich in Osaka anzusiedeln. Nach dem Tode seines Gönners zog er jedoch in ein kleines Dorf in der Provinz Totomi, in das Dorf Yui. Hier war Uichusetsu im Jahre 1603 geboren, als sein Vater bereits 40 Jahre alt war. Diese Geburt war von wunderbaren Ereignissen begleitet. Uichusetsus Eltern hatten sich stets leidenschaftlich einen Leibeserben gewünscht, und infolge davon hatte sich seine Mutter zu einem langen Fasten entschlossen, um die Götter ihren Bitten geneigt zu machen. Als sie nun bereits 7 Tage und Nächte gefastet hatten, erschien ihr nachts ein merkwürdiges Traumgebilde, ein Krieger in Waffenschmuck, und dieser verkündete ihr: »Ich bin, als ich auf Erden lebte, von Ieyasu, dem Tyrannen, der jetzt allmächtig in Japan ist, auf grausame Weise getötet und muss mit ihm und mit seinem Geschlechte blutige Abrechnung halten. Daher werde ich als dein Sohn wiedergeboren werden.« Sie fragte ihn nun im Traume, wer er denn sei, und darauf gab er seinen Namen, den eines berühmten Generales der Gegenpartei, Takeda Shingen, an und verschwand. Man sagt, dass genau 12 Monate nachher Uichusetsu, ein Knabe von außerordentlicher Größe, zur Welt gekommen sei. Seine Mutter nannte ihn anfangs Fujitaro, nach dem von ihrem Wohnorte aus sichtbaren Fujiyama. Allein in späteren Tagen legte er sich selbst den Namen Uichusetsu bei, und unter diesem Namen, dem man den seines Heimatortes zuzusetzen pflegt, ist er berühmt geworden. Sein Vater hatte anfangs die Absicht, das Wunderkind zum Priester weihen zu lassen, und so lernte Uichusetsu nicht nur lesen und schreiben, sondern erlangte auch viele andere Kenntnisse. In seinem 13. Jahre verlor er seinen Vater, und nun wollten seine Lehrer ihn sofort zum Zeichen der Priesterweihe den Kopf scheren lassen, als unerwartet eine höhere Hand in sein Leben eingriff. Er ward in der Nacht vor der anberaumten Feierlichkeit stumm und zugleich so verwirrt in seinen Gedanken, dass man genötigt war, ihn zu seiner Mutter zurückzusenden. In seiner Heimat irrte er meist in den Wäldern umher. Niemand wusste, was er trieb. 2 Jahre blieb er stumm und irrsinnig. Dann aber trat er plötzlich vor seine Verwandten und erklärte, er sei wieder genesen, wolle aber kein Priester werden, sondern die Fechtkunst erlernen. Seine Angehörigen hatten dagegen nichts zu erinnern, und so erlernte Uichusetsu die Fechtkunst mit vielem Eifer und zu außerordentlichem Erfolge, dass er bald Meister in derselben war. Als fahrender Fechtkünstler durchwanderte er nun viele Provinzen des Reiches, bis fern in den Süden der Insel Kyushu.
Nirgends aber traf er jemand, der ihm in seiner Kunst auch nur annähernd gewachsen war. Bei den Landleuten machte er sich überall beliebt und nützlich, denn wo irgendeine Räuberbande ihm genannt ward, ging er hin und rottete sie aus, und bei seiner Überlegenheit in der Führung des Schwertes vermochte ihn keine Überzahl zurückzuschrecken. Einst kam er auf solchen Fahrten nach Amakusa in der Landschaft Higo auf Kyushu und traf am Meeresstrande einen ehrwürdigen Greis, der daselbst fischte. Josetsu begrüßte ihn, wie es sich gebührte, und begann ein Gespräch mit ihm. Der Alte erzählte ihm, er sei einst ein Krieger im Gefolge des Konishi Yuginaga gewesen, des berühmtesten der Generäle, welche unter der Regierung Hideyoshis dessen Heer gegen Korea befehligt hatten, worauf ihn Josetsu bat, ihm seine Fechtkünste zu zeigen. Der Alte willigte gerne ein und versuchte mit seiner Angelrute dem Josetsu zu zeigen, was er als Fechter vermochte. Bald aber sah er, dass Josetsu, der mit dem Schwerte seine Hiebe und Abwehrkünste andeutete, ihm an Geschicklichkeit weit überlegen sei. Er warf daher seine Angelrute ins Meer, und vor Josetsus erstaunten Augen verwandelte sie sich in einen Fisch, der auf des Kreises Geheiß herbeikam und denselben auf seinen Rücken trug, wohin er wollte. Da sah also Josetsu mit leiblichen Augen, was die Zauberei vermochte. Inständig bat er den Greis, ihn auch in dieser Kunst zu unterweisen, denn er meinte, mit Hilfe derselben und seiner Fechtkunst würde er alles auf der Welt zu erreichen imstande sein. Der Alte gewährte ihm seine Bitte gern, denn er war überzeugt, Josetsu sei zu großen Dingen auserkoren, und wenn er den Hass gegen die Familie des Ieyasu wahrnahm, der diesem gleichsam durch übernatürliche Mächte eingeflößt war, so frohlockte er, denn auch er hasste das Geschlecht der Shogun, der seines früheren Herrenfamilie zugrunde gerichtet hatte. Nachdem Josetsu 3 Jahre lang sich in allen Zaubereien seines alten Freundes unterrichtet, machte er sich auf den Weg nach Yedo, von dem Drange getrieben, dort Großes gegen die damaligen Machthaber auszuführen. Er war ohne weitere Abenteuer bereits bis in die Provinz Qi gelangt und im Begriff, die Gebirge im Osten desselben zu überschreiten, als er ein gefährliches Abenteuer mit Räubern zu bestehen hatte. Er übernachtete in einem ärmlichen Wirtshause am Wege, als dieselben einbrachen und auch an Josetsus Lager kamen, um sich dessen Kleider und sonstige Habe anzueignen. Josetsu erwachte und ergriff ohne Zögern die Hände der beiden Führer der Räuberschar. Auf das Wehgeschrei, das diese unter seinem gewaltigen Drucke ausstießen, rief er: »Wisset, ich bin Yui Josetsu und kann euch bald meine Kraft und noch besser zeigen. Wollt ihr euch aber fügen, so lasse ich euch frei und verpflichte euch nur, nach Yedo zu kommen und mir dort Gehorsam zu leisten. Es wird euch nicht gereuen, denn ich habe Großes im Sinne.« Die Räuber, die schon früher von seinen erstaunlichen Fechtkünsten gehört, gelobten ihm Treue und Gehorsam, und so ließ er sie ziehen, ohne ihnen weiteres Leid anzutun. Nachdem er auf diese Weise begonnen, sich einen Anhang zu gewinnen, verfehlte er nicht, alle fahrenden Fechtkünstler, denen er begegnete und die er in gewohnter Weise überwand, ebenfalls nach Yedo zu beschreiten. In der Hauptstadt angelangt, machte Josetsu die Bekanntschaft eines der berühmtesten Fechtmeister jener Zeit, eines gewissen Fudensai, der aus der Familie des berühmten Helden Kusunoki stammte, des Heerführers des Kaisers Go-Daigo, welcher denselben einst aus der Gefangenschaft befreite und ihm zum endlichen Siege über die rebellischen Hōjō verhalf. Bald war Josetsu ein vertrauter Freund des Fudensai, und so kam es, dass er aus dessen Mitteilungen über die Geschichte seiner Familie endlich die Überzeugung schöpfte, dass er selbst ebenfalls ein Abkömmling des Helden Kusunoki sei. Längere Zeit lebte er bei diesem seinem Freunde und hatte dabei Gelegenheit, die Zahl seiner Anhänger beträchtlich zu vermehren. Nicht nur jene Leute, denen er früher begegnet war, sondern fast alle dienst- und heimatlosen Krieger, die durch irgendein Missgeschick zu einem Wanderleben, als sogenannte Ronin, verurteilt waren, kamen zu ihm und wurden von ihm durch feierliches Gelöbnis für seine zukünftigen Pläne gewonnen. Er musste dieselben jedoch noch einmal vertagen, da sein Freund Fudensai durch seinen eigenen Schwiegersohn ermordet ward, welcher fürchtete, sein Schwiegervater werde ihn enterben. Josetsu hatte die Verpflichtung, seinem Freund und Lehrer zu rächen. Dies aber ward die Veranlassung, dass allerhand verleumderische Gerüchte über ihn auftauchten,
als habe er in treuloser Weise den Missetäter selbst angestiftet, in der Absicht, die Fechtschule Fudenseis für sich zu erwerben. Obgleich also Fürsten zu seinen Gönnern gehörten und die Zahl seiner ergebenen Anhänger sehr groß war, fand er es geraten, Yedo zu verlassen und sich in der Nähe seiner Heimat in der Stadt Sunpo niederzulassen, derselben Stadt, die man jetzt Shizuoka nennt. Zuvor aber wusste er noch den Glauben an seine Abstammung vom Helden Kusunoki in hohem Maße zu bekräftigen. Er eröffnete seinen Freunden, Kusunoki selbst, sein Ahn, sei ihm im Traume erschienen und habe ihm offenbart, dass alte Waffen auf seinem Grabe lägen. Mehrere seiner Anhänger wallfahrten deshalb zu dem Grabe Kusunokis, stellten dort Nachforschungen an und fanden jene Angaben durchaus bestätigt. In Sunpo angelangt, glaubte Chosetsu, die Stunde sei nun gekommen, seine kühne Tat auszuführen. Er eröffnete dort eine Fechtschule, die aber mehr ein Vorwand war, um seine Anhänger ohne Aufsehen um sich scharen zu können. Der Plan, den er mit ihnen verabredete, bestand darin, dass sie den Palast der Tokugawa in Yedo in die Luft sprengen, die Häuser der mächtigsten Anhänger derselben einäschern und außerdem, um mit Erfolg gegen Kyoto operieren zu können, sich der Hafenstadt Osaka durch einen Überfall bemächtigen wollten. Die Ausführung des Anschlages gegen die Residenz des Shogun ward dem kühnsten und zuverlässigsten der Verschwörer, dem Marubashi Chuya, übertragen. Ohne sich irgendeine Gefahr zu versehen, war dieser, nur 2 Tage von der beabsichtigten Ausführung des verwegenen Unternehmens, in Yedo angelangt. Als zerlumpter Bettler verkleidet und ganz sicher von niemandem erkannt zu werden, durchstreifte er die Umgebung des Schlosses und warf gerade einen Stein in einen Brunnen, um dessen Tiefe zu ermitteln und zu erfahren, ob er etwa wasserleer und für die geplanten Anschläge zu verwerten sei, als das Verderben über ihn hereinbrach. Die Palastwache ergriff ihn und warf ihn ins Gefängnis. Es hatte unter den Fechtschülern in Sunpo nicht an Spionen gefehlt, welche die Regierung in großer Zahl aller Orten unterhielt, und so war man besonders auf Marubashi argwöhnisch geworden, den man auch alsbald in jenem Bettler erkannte. Marubashi war allerdings standhaft genug, trotz aller Martern, mit denen man ihn bedrohte, nichts zu verraten. Aber man bemächtigte sich nun der Person seines Schwiegervaters, und dieser, minder treugesinnt und des Heldenmutes bar, den Marubashi bewahrte, verriet den ganzen Anschlag. Hierauf wurden alle Anhänger des Chosetsu mit leichter Mühe ergriffen. Niemand entkam, außer Chosetsu selber. Nicht einmal jener Räuberhauptmann, den Chosetsu in den Gebirgen von Ki überwunden hatte und der ohne Anstrengung 40 Wegstunden in einem Tage zu Fuß zurückzulegen vermochte, entrann seinen Verfolgern. Die Verschwörer wurden mit solcher Umsicht umstellt, dass, wie man allgemein glaubte, Chosetsu nur durch seine Zauberkünste imstande war, sich seinen Folgern zu entziehen. Allein seine Flucht half ihm nicht nur, dass er, wie es einem Tapferen geziemt, durch eigene Hand seinem Leben ein Ende machen konnte, während seine Freunde und Genossen sämtlich durch Henkers Hand einen schimpflichen, qualvollen Tod erlitten. So ging er dann nach Sunpo und entleibte sich, denn mit dem Misslingen seines abenteuerlichen Anschlages war ihm jede Hoffnung geraubt, und nicht einmal die geringste Aussicht blieb ihm, jemals den Tod seiner Getreuen rächen zu können. Es war im Jahre 1651, und eben hatte der Shogun Ietsuna den Thron bestiegen, als Yui Chosetsu auf diese Weise endete und die Dynastie der Tokugawa der größten Gefahr entging, welche ihr seit dem Regierungsantritt Ieyasus jemals gedroht hatte. EA Pop Production.